Ja, willkommen zurück in einer weiteren Folge Inderal. So, wir müssen, glaube ich, den Jesper suchen. Der hat sich hier wahrscheinlich irgendwo verlaufen. Ehrlich gesagt habe eigentlich eher ich mich hier verlaufen, weil ich... War da nicht mal ein Eingang? Sind wir im Innenhof? Wo sind wir hier eigentlich? Moment, das ist eine Frage, die können wir klären. Okay, ja, wir scheinen innen drin zu sein. Oder so, ähnlich. Also innerhalb der Mauern. Glaube ich jetzt zumindest. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ja, doch, tatsächlich. Aber das Haus ist halt einfach weg. Hä? Das muss man jetzt erstmal... Und warum haben wir hier... Oh. Stimmt, wo hat man die denn eigentlich nochmal aufgegabelt? Interessant, dass wir die ausgerüstet haben. So, ich gehe aber mal doch lieber auf den Bogen. Da fühle ich mich etwas sicherer. So. Ja, was ist hier los? Wo ist das Haus hin? Hier sind die Töpfe, wo wir das Moos gesammelt haben, oder was? Hä? Das muss mir jetzt erstmal einer erklären. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich bin noch verwirrter als vorher. Okay. Die Steintafeln sind halt einfach Bäume. Grabsteine. War das alles nur eine Illusion? Was war wirklich? Ich meine, wir hatten schon öfters mal so Traumsequenzen und so. Wir haben ja keine Ahnung, was wirklich passiert ist. Und vielleicht kann uns Jesper da gleich mal aufklären. Ich gehe auch gleich mal hin. Ich möchte noch ein bisschen mich umschauen. Ob wir noch mehr erkennen. Das ist nämlich schon sehr interessant. Aha! Da gibt es einen Weg. Da gehe ich erstmal lang. Da müssen wir erstmal lang gehen, das ist ganz klar. Ich weiß nicht, ob man hier lang gehen sollte, aber... Ja, okay, es scheint jetzt ja auch nichts zu geben. Aber ich muss jeden Weg einmal ausprobieren. Ja, okay. Das war jetzt relativ ernüchternd. Na gut, dann geht's wieder zurück. Okay, aber wir sind jetzt hier auf dieser Treppe. Und man sieht, hier außenrum ist aber auch nichts mehr. Aber ein schickes Anwesen hat er. Also, das ist nicht ganz, war sicherlich nicht ganz günstig, ne? Wobei es natürlich auch so ein bisschen einsam ist vielleicht, aber ansonsten... kann sie es durchaus sehen lassen. Würde ich jetzt mal behaupten. So, wir gehen hier mal wieder runter. Vorne leuchtet noch irgendwas. Ah ja, wieder die Pilze. Hm. Und da ist Jesper am Boden kauernd. Aber wir gehen da gleich hin. Erstmal den Brunnen anschauen. Der ist mir auch noch sehr suspekt. Okay, da ist aber nichts drin oder so. Na gut, okay. Es scheint ja sonst nicht mehr arg viel zu geben. Eine Pfütze oder so. Hm, irgendwas muss ja doch noch sein. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Ich vermute hier irgendein Geheimnis, aber... deswegen laufe ich hier übrigens noch weiter rum. Aber irgendwie ist hier scheinbar doch nichts. Es ist einfach nichts. Vielleicht sollte ich mich damit abfinden, dass es einfach nichts ist. Hui. So, hier wollte ich nämlich noch drauf. Weil vielleicht gibt es hier noch was, aber nee, scheinbar nicht. Ich glaube, wir backen uns hier zu Stellen hin, wo man eigentlich gar nicht hingehen können sollte, aber hier ist halt auch nichts. Wäre auch merkwürdig, wenn die Sachen hinpacken dorthin, wo man eigentlich gar nicht hin soll. So, na gut, okay, dann reden wir mal mit Jesper, nicht, dass er dann noch länger auf uns warten muss. Der Arme. Du, aber was zum Henker war das denn? Wo ist das Haus hin? Du, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist kompliziert zu erklären. Jesper von dem Gespräch mit dem alten Mann erzählen. Versuch es. Eine Erklärung ist besser als keine. Okay. Und jetzt? Aha. Das klingt... skurril, gelinde gesagt. Ach echt? Hätte ich nicht gedacht. Nachdem du diesen Schacht runtergefahren bist, hat irgendjemand die Tür zum Arbeitsraum abgesperrt. Und egal, was ich versucht habe, das Schloss ließ sich nicht öffnen, bis ich schließlich Stunden später urplötzlich mit dem Gesicht im Matsch lag. Kein eleganter Auftritt, das steht fest. Aber all dem zum Trotz, die Glyphen, die du auf das Papier gezeichnet hast, sehen gut aus, zumindest für mich. Also war die Mission ein Erfolg. Jawohl. Ich wünschte nur, ich wäre unten dabei ge... Gott,
Warte mal. Siehst du das? Ja, was denn? Ich sehe es nicht. Ach, das da, okay. Oh, die habe ich nicht gesehen. Aber was ist das für ein Geräusch? Das ist das Wort der Toten. Das ist es? Aber dann hat der alte Mann es absichtlich zurückgelassen. Puh. Nenn mich voreilig, aber auf mich wirkt das, als ob dieser Kauz von Anfang an eine ganze Menge mehr als wir gewusst hat. Das glaube ich auch, ja. Naja. Wir sollten die Schatulle jedenfalls mitnehmen. Lass uns nach Ark zurückreisen und dem Großmeister Bericht erstatten. Die Hüter haben mir eine Teleportrolle gegeben, die uns direkt zurück in die Tempel führt. Was meinst du? Kommst du gleich mit? Ja, klar. Ich komme gleich mit, weil hier gibt's echt nicht mehr wirklich viel zu sehen, glaube ich. Wir haben jetzt ja gerade eben das ganze Gebiet schon abgekämmt. Wohl an, denn. Dann mal los. So. Ja, werden wir jetzt auch teleportiert. Ich kann mich nicht bewegen. Ah ja, jetzt, okay. Sehr schön. Dauert ein bisschen, aber dann passiert auch was. Ich hatte schon Angst, dass wir jetzt irgendwie festbuggen. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist es von den Bugs her echt eigentlich ganz gut. Gibt nicht mehr so viele. Anfangs war es noch recht viel. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, läuft es eigentlich echt ziemlich gut. Ein Glück haben wir anfangs noch gar nicht so viel gespielt gehabt. Erzähl du, Arantial, was passiert ist. Warum bring ihn die Schatulle? Ich hol mir nun erstmal meinen Lohn. Und dann brauche ich eine ordentliche Pfeife. Ja, ich glaube, wir brauchen auch mal irgendwie eine Pause. Und Lohn wäre auch ganz gut. Hast du eigentlich schon etwas erinnern, chinesische Magierin? Aber ich weiß nicht. Ja, die Puppen weiß ich auch nicht, was das genau ist. Schreitet wohl. Ja, ebenso, ebenso. Okay, dann gehen wir wieder zurück ins. Ach, hier ist auch ein Sanktum. Das ist ja interessant. Haben die irgendwas gemeinsam? Wahrscheinlich nicht, aber ich bilde es mir jetzt ein. Hier kann man irgendwie nichts mitnehmen, das ist eigentlich schade. Naja, okay, wir suchen mal wieder unseren guten Thealor. So, und dafür müssen wir zunächst einmal ins Emporium. Und dann müssen wir irgendwie wieder runter und das ist irgendwie ganz komisch, aber dann finden wir ihn bestimmt irgendwo. Ja, der hockt ja meistens da unten irgendwo. Hängt der immer rum. Ja, ja. Er lungert rum da unten. Ich finde diese Teile hier oben ganz cool. Naja. Huch, was ist mit der da vorne hier? Mit der Novizin. Schreitet wohl, hallo. Mit dem Besen. Schreitet wohl. Aha, ein Arkanist. Okay, nee, wir reden jetzt mal direkt mit Thealor. Prophet. Hattet ihr Erfolg? Ich glaube schon, ja. Aber es war anders als erwartet. Erzählt mir alles. Klar, ich erzähle immer alles. Ich erzähle generell also immer sehr viel. Er von dem Zyklus? Ja. Das ist interessant und beunruhigend. Irgendwie schon, ja. Und er hat uns das Wort der Toten zurückgelassen. Freiwillig. Ja, vielleicht ist das ein Versuch, uns zu helfen. Offen gegen unser Unterfangen ist er nicht, sonst hätte er euch nicht am Leben gelassen. Das stimmt, ja. Aber er weiß weitaus mehr, als er erzählt hat. Hm. Jede Wette, dass die Lichtgeborenen mehr über diesen Mann wussten, als sie mit uns teilten. Das erklärt auch, warum man ihn nie behelligt hat. Aber die Frage über seine wahre Identität sollten wir auf später verschieben. Was zählt, ist, dass ihr nun das Ritual kennt und das Wort der Toten habt. Bringt beides zu Erzmagister Merayil, damit wir den Siegelstein aktivieren können. Oh ja, Siegelstein aktivieren. Wie nannten die Piräer in eurer Erinnerung jene, die hinter all dem stecken? Die Hohen? Ja, genau. Sie scheinen wohl die zu sein, die wir beide in diesem Wachtraum gesehen haben und die Läuterung erzwingen wollen. Dann hat der Feind jetzt einen Namen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Pegast benötigt nach wie vor eure Hilfe. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Ja, ja, ganz ruhig. Jetzt muss ich erstmal zu Merayil hin. So. Ich bin gespannt, was das mit diesem Siegelstein auf sich hat. Und dann müssen wir nochmal irgendwo. Die andere Quest war ja irgendwas im Wald, ne? Da müssen wir, glaube ich, irgendein Artefakt finden oder sowas. Da bin ich auch mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Aber erstmal wollen wir jetzt natürlich den Siegelstein komplettieren. Siegelstein, oh Siegelstein, lass mich dein Siegel sein. Ja, keine Ahnung. Es gibt Gründe, warum ich kein Sänger bin oder sonst irgendein
Free Performer. Ich habe keine Ahnung, wie nennt man das überhaupt? Ich weiß nicht mal, was ich benennen möchte, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht sollte man erstmal nachdenken, bevor man redet, aber dann wird man nicht Let's Player, glaube ich. So, wo müssen wir hin? Wahrscheinlich nach unten. Wenn ich das... Ja, bestimmt nach unten. Archiv, war das richtig? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ja, ich glaube, Archiv war... Nee, das kann eigentlich... Eigentlich kann das nicht sein. Archiv geht hier runter. Das ist eigentlich schon richtig. Hier haben wir das Ding, den Typen weggezaubert. Hier ist nur noch eine Wasserlache. Und hier ist irgendein Bug oder ein Loch. Oder ich habe keine Ahnung, was es soll. Ja, wahrscheinlich eher einfach nur ein Bug. Ich habe nicht, dass es irgendwas zu bedeuten hat. Naja, okay, ja. Also hier war er vorher mal, dieser eine Typ da im Eis. Aber den haben wir ja mittlerweile weggezaubert. Deswegen ist er auch nicht mehr da. Und wir müssen stattdessen wohl doch nach oben. Ja, hätte ich mir eigentlich denken können, sonst wäre ja das Symbol nicht der Pfeil gewesen, sondern dieses Türsymbol. Okay, wir müssen, nach da oben, ganz nach oben. Na gut, dann wollen wir mal Treppen steigen. Wow. Himmel, Arsch und Zwirn, ihr klingt wie ein besoffener Dichter. Das soll Magie sein? Ha. Die Entropie ist eine gefährliche Schule, Messer. Ein falsches Wort und der Stein könnte in Flammen aufgehen. Vielleicht tut er das sogar freiwillig, wenn er noch länger eurem Gelalle zuhören muss. Euch Götterlämmchen, fehlt einfach verdammt nochmal der Pfeffer. Pfeffer? Magie braucht Bedachtheit. Pfeffer. Sie ist wie ein kranker Frosch, wenn ihr ihn... Prophet, ihr seid zurück. Ja. Der Sonne sei Dank. Mit diesem Stümpern zusammenzuarbeiten, ist schwerer als einem Leoren komplexe Mathematik zu lehren. Der Strauchdieb hat mir schon von eurem Erfolg berichtet. Schöne Arbeit. Habt ihr die Glyphen bei euch? Ja, ich wollte mich eigentlich hier erstmal umschauen und das da hinten sieht ein bisschen aus wie... Ich dachte gerade wie ein Gehirn, aber irgendwie auch doch nicht. Ja, keine Ahnung. Aber der alte Mann scheint... Ja, gebt einfach her. Verstehe. Ja, das gibt Sinn. Der ist ein bisschen voreilig hier. Naja, gut. Okay. Doruba Nubis. Lokarim Taris Danida. Sarak Lisham Ra. What the? Heieieiei. Beim rechten Weg. Spürt ihr dieses Kribbeln? Ja. Das ist beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Sind das die Splitter? Wäre meine Vermutung. Laut den Schriften der Pyräer bieten die Splitter Schutz gegen den roten Wahnsinn, solange der Siegelstein leuchtet. Prophet, ihr habt die Formel gefunden, also solltet ihr der Erste sein. Los, berührt eine der Scherben. Okay. Und wie fühlt ihr euch? Anders, irgendwie klarer. Ich hoffe ja immer noch, dass wir dadurch das Arkanistenfieber wegbekommen, aber ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass dieser Siegelstein für die Pyräer besser funktioniert hat als der Prototyp ihrer Maschine. Büppchen, geht und sagt dem Quartiermeister, dass bis heute Abend jeder Hüter, jede Hüterin und jeder von uns einen der Splitter tragen soll. Büppchen? Tisch ab! Ja. Also ich finde, dass... Tu, was er sagt, Liam. Ach. So werdet ihr euch keine Freunde machen, Funkenschlag. Wirklich nicht. Wenn ich Freunde wollte, würde ich sicherlich nicht hier danach suchen. Also noch einmal zu euch. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Der alte Arantial bat mich, euch das hier zu geben, damit ihr euch angemessen ausrüsten könnt. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Nun lasst euch von ihm in die nächste 500. Mission einweihen. Naja, Shari hat besser als nichts. Aus der Erde geholt, das alles ändern könnte. Mal wieder. Du hier? Ich dachte, du wärst in der Stadt. Sehr schick. 500 EP noch dazu. Ah, sehr schön. Okay, ja, damit haben wir jetzt diesen komischen Stein. Und jetzt muss ich mal ganz kurz, irgendwie im Zauberbuch ist der jetzt der Blitzheilung. Blitz. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das Ding hieß. Aber wir haben da jetzt was bekommen. Hieß das vielleicht Splitter? Nee, vielleicht ist es auch gar nicht hier drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fast schon. Moment, wir gehen mal ganz kurz durch, ob wir was irgendwie finden, was es sein könnte. Es dürfte eigentlich so ein... Ich würde eigentlich tippen, dass es so ein Effekt ist.
Ah ja, hier. Okay, schützt laut den Überlieferungen vor dem roten Wahnsinn und damit vor der Manipulation der Hohen. Ja, was es jetzt aber genau bringt, weiß man nicht. Na gut. Schade, also Arkanistenfieber haben wir wohl immer noch. Waldelementar. Ah ja. Finde ich irgendwie cool hier. Ah, sieht geil aus da. Wer redet hier gerade? Krankheit abläuft. Ist es wichtig? Was meinst du? Naja, der rote Schimmer in den Augen, das scheint ja erst im Endstadium zu passieren. Was passiert davor? Und wie? Ja, das ist eine gute Frage, was davor passiert. Wir können ja leider nichts mitnehmen. Doch, da hinten. Hast du Angst, dass es dich auch erwischt hat? Ja, das könnte klappen. Das ist nicht lustig. Weißt du, ich hatte schon seit längerem das Gefühl, dass mit Jero etwas nicht stimmt. Ach, sag bloß. Seine Frau ist ermordet worden. Meinst du, das hätte dich nicht auch aus dem Gleichgewicht geworfen, Wegestreue hin oder her? Okay. Ja, interessante Unterhaltung hier gerade im Hintergrund. Da lausche ich gerade so ein bisschen, deswegen sage ich hier gerade nichts, aber... Ich weiß nicht. Kein Hass, nur Trauer. Das kam erst vor kurzem, bevor er das getan hat. Hat niemand gesehen. Ich weiß es nicht. Na gut, okay. Wir gehen mal wieder raus. Ich frage mich immer noch, woher diese blöden Stimmen kommen. Hallo. Ich glaube, ich werde hier gerade gleich wahnsinnig. Was soll das hier? Naja, okay. Egal. Wir haben einen mächtigen Seelenstein mitgehen lassen. Ich hoffe, dass... Ah, reden die? Nee. Wer redet hier? Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich werde wirklich wahnsinnig. Na gut, wir gehen mal hier nach unten. So. Da oben war auch so eine sichere Truhe. Also hier scheint es tatsächlich auch... Ja, so eine Art Heimat zu sein für uns. Na gut. Nichtsdestotrotz geht es natürlich weiter. So, dann ja, genau. Ich hatte noch eine Sache vor. Und zwar haben wir noch einen Erinnerungspunkt, den wir ausgeben dürfen. Und ja, das würde ich sagen, machen wir einfach mal direkt, indem wir meditieren. Erstmal die Meditation raussuchen. Ja. Und dann meditieren wir mal. Wo ist eine schöne Stelle zu meditieren? Hier so an diesem Tisch. Ja, hier meditieren wir mal. Ah, schöne Meditation. Ah, c'est la Meditation. Okay, Beutelschneider. Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier sind wir bald ziemlich fertig mit den beiden hier, aber hier fehlt natürlich noch eine ganze Menge. Meuchelmörder. Okay, ist ganz interessant, wir sind nicht so viel eigentlich in Einhand unterwegs. Messerstoß geht wahrscheinlich in dieselbe Richtung. Ja, Dolche machen noch mehr Schaden. Nee, Taschendiebstahl brauchen wir nicht. Blutrausch. Ein Teil der gegnerischen Ausdauer absorbieren. Das klingt natürlich ganz gut, vor allem, weil es uns hier oben dann noch mehr frei macht. Weil ganz da oben haben wir dann hier Schleichangriffe verursachen zusätzlich 50% mehr Schaden. Da möchte ich natürlich hin, auf die Dauer. Deswegen machen wir einfach mal Blutrausch. Und das ist eigentlich ganz gut. Gegnerische Ausdauer absorbieren ist eigentlich wirklich sehr praktisch. Genau, und dann haben wir hier nochmal ein paar mehr. Was haben wir denn hier? Rhetorikoptionen. Wir sind ziemlich hoch in der Rhetorik. Das brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Hinter ein Ziel teleportieren, bestimmt ganz lustig, aber... Okay, die sind jetzt alle drei nicht so spannend. Ja, müssen wir mal schauen, welches wir da nehmen. Aber natürlich hier das oberste ist natürlich sehr cool. Ich finde, das sieht immer noch so geil aus hier einfach nur. Ich könnte es stundenlang anschauen. Naja, gut. Wir meditieren trotzdem mal wieder und gehen zurück. So cool das auch aussah. So, und dann haben wir eigentlich hier auch wieder ein bisschen was erlebt in dieser Folge. Wir haben zumindest so einen komischen Siegelsteinsplitter berührt. Das hat ja sicherlich schon mal viel gebracht. Da bin ich ganz zuversichtlich. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ne? Ich meine, jetzt sind wir geschützt vor dem roten Wahnsinn. Die Welt um uns herum kann untergehen, aber zumindest wir und die anderen Hüter sind geschützt. Von dem her kein Problem. Alles gut, oder? Schreitet wohl. Ja. Okay. Und dann müssen wir, glaube ich, jetzt mit Tialor wieder reden. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Und schauen mal, was da die nächste Quest ist. Wir hatten da ja schon mal, wir mussten ja aussuchen, welches wir zuerst machen. Ich schätze mal, jetzt kommt einfach die andere Quest. Aber vielleicht hat sich die auch erledigt. Ich weiß es nicht. Könnte auch sein, dass irgendwer anderes dann eingesprungen ist für uns. Aber glaube ich fast eher nicht. Nee. Das macht eigentlich keinen großen Sinn, weil dann... Das macht eigentlich fast gar keinen Sinn. Na gut, also, nächste Folge reden wir mit Tealor und schauen mal, ja, was wir da für eine nächste Mission haben. Bisher fand ich auf jeden Fall die ganzen Missionen, gerade jetzt die letzte Mission mit dem Ziegelstein, ziemlich cool. Naja, okay.
Dann bis zum nächsten Part. Ich wünsche noch einen schönen Tag und ciao.